da draußen im internationalen Internet. Viele Fragen, aber auch die Antworten. Die meisten von euch werden es kennen, dass man von der HU zurückkommt und man hat einen Mängelbericht in der Hand. Stehen auf diesem Mängelbericht auch die Bremsleitungen drauf, dann war es früher kein Problem, wenn es unter geringen Mängeln aufgetaucht ist. Dann hat man das ein bisschen abgeschliffen, hat Brunox-Epoxy drauf gemacht und die Sache war bei der Nachprüfung im Groben und Ganzen gegessen. Steht sie allerdings unter erheblichen Mängeln und wir müssen die Leitung austauschen, dann stellen sich neue Fragen. Und zwar, welches Material, und das durchleuchten wir hier mal, zum einen die Hintergründe, was muss ich tun, wenn ich welches Material verwendet habe, was kostet die ganze Lösung und lohnt sich das Ganze überhaupt? Willkommen auf dem Kanal Keule und sein Caddy, ein Upcycling-Kanal, auf dem wir versuchen, aus alten Sachen noch was Sinnvolles zu machen und unseren Caddy 14D restaurieren. Wenn ich ein Auto habe, was ca. 20 Jahre alt ist, dann stellt sich die Entscheidung, okay, will ich da einen Youngtimer von machen, will ich das Auto behalten, will ich es so pflegen und renovieren, dass es ein Oldtimer wird, oder ist es einfach nur ein Auto, was über die Zeit mich noch ein paar Tage durch die Gegend schaukeln soll. Die Kosten dahinter spielen eine ganz große Rolle, denn wenn dieses Auto 20 Jahre alt ist und ich habe die Bremsleitung als erheblichen Mangel auf meiner Liste stehen, dann kann es in der Werkstatt schon dazu führen, dass die Kosten höher sind als der Restwert des Autos. Deshalb stellt sich natürlich die Frage, was ist zu tun? Für diejenigen unter euch, die schon einen Oldtimer haben, stellt sich auch die Frage, was passiert, wenn ich eine Kunifer-Leitung benutzt habe, ohne DIN, ohne ABE bei meiner nächsten HU? Auch diese Fragen werden wir hier heute beantworten, dass diejenigen zumindest einen kleinen Leitfaden haben, dass sie nicht in große Schwierigkeiten kommen. Egal, ob ich an meiner Bremsleitung einen mechanischen Schaden habe, sowas hier zum Beispiel, oder ich habe einen Mängelbericht bekommen, der so aussieht. Ich muss sehen, dass ich das in Ordnung bringe. Das heißt also nicht nur für alle die, die reparieren, sondern auch für diejenigen, die einen Oldtimer oder Youngtimer haben, der zum Beispiel schon eine Kunifer-Leitung drin hat, womöglich eine ohne die DIN 74234, werden wir heute die Fragen beantworten. Los geht es damit, dass wir uns erstmal die Historie anschauen von Bremsleitungen. Bis 1930 war es üblich, dass in einem Fahrzeug eine Leitung aus Messing oder Kupfer verwandt wurde. Allerdings gab es um 1930 rum erstmal Pi mal Daumen 500.000 zugelassene Fahrzeuge in Deutschland. Das heißt also das, was VW mittlerweile in einem Monat produziert. Dann kam ein Zeitraum, so um 1939 rum, da weiß auch jeder, der sich in Geschichte ein bisschen auskennt, was da passiert ist, da kam es zu einer Rohstoffverknappung, weil Kupfer und Messing für sowas benutzt wurde. Firma Volkswagen war zu der Zeit noch gar nicht gegründet. Das Werk wurde da gerade gebaut und die durften ja anfangs auch erstmal keine Autos herstellen, sondern mussten erstmal Rüstungsgüter produzieren. Und viel, viel später kam erst nach dem Krieg die Autoproduktion bei denen in Gang. Aber mal weg von der Geschichte. Nach dieser Rohstoffverknappung hat die Autoindustrie auf Stahlleitung umgerüstet. Diese Stahlleitungen werden auch nach einer DIN, nämlich der gleichen, gefertigt und werden, wenn das Auto auf seine ABE hin von einer Prüfgesellschaft kontrolliert oder begutachtet wird, von dem Hersteller auf Konformität geprüft. Also entsprechen die Bauteile, die der Hersteller da verwendet, den Ansprüchen, die die entsprechenden Gesetze oder Prüfgesellschaften haben. Wenn ich jetzt diese geprüften Teile ändere, dann ist es im Normalfall erstmal grundsätzlich eintragungspflichtig.
Dann ist aber die Frage, was bekomme ich überhaupt eingetragen? Wie muss ich es eintragen? Und was habe ich zu tun, damit das Ganze tatsächlich legal ist? Interessant wird das vor allen Dingen jetzt für Oldtimer-Besitzer, die in ihr Fahrzeug vor Jahren schon eine Kuniferleitung eingebaut haben, und für alle die, die ihr Auto weiter pflegen und aufheben wollen, dass es mal ein Oldtimer wird, aber keine Leitung mehr verbauen wollen, die so korrosionsanfällig ist. Korrosion ist auch das große Thema bei Bremsleitungen, denn meistens ist genau das der Punkt, warum die Bremsleitung auf dem Mängelbericht auftaucht. Eine Kuniferleitung ist auch nicht korrosionsfrei. Solche Materialien gibt es also sehr, sehr wenig, vor allen Dingen im Metallbereich. Und eine Bremsleitung aus Gold zu machen, ist, denke ich mal, aufgrund dessen, dass das Material nicht sehr hart ist, nicht sinnvoll und wird wahrscheinlich auch ein bisschen teuer. Von daher habe ich mit dem Kunifer-Material natürlich eine gute Lösung, weil es ist sehr, 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 sehr korrosionbeständig. Jetzt kommt mal eine Entschuldigung, und zwar für den Satz, wie im letzten Video zu sehen ist. Ich muss leider immer wieder auf dieses Thema verweisen bzw. diesen Satz benutzen, da ich ja im letzten Video das Thema angeschnitten habe. In dem Video waren ein, zwei kleine Fehler drin, beziehungsweise eigentlich nur einer, der wird heute auch aufgeklärt. Aber es geht ja darum, wie ihr zurechtkommt und nicht auf Probleme stößt. Wenn euch dieser Kanal gefällt, den mein Kumpel der Chefmechaniker und ich machen, dann würdet ihr uns mit einem Abo absolut gut weiterhelfen. Wie kommt es zu diesem Video? Dafür habe ich eine kleine Geschichte mal am Rande wieder, die euch auch bestimmt amüsieren wird. Und zwar hat die damit zu tun, wie im Thumbnail zu sehen ist, dass ich durch den TÜV gefallen bin oder durch die HU gefallen bin, wegen LRS. Da fragt man sich, was ist LRS? Das ist ganz einfach, das ist Leserechtschreibschwäche. Ich bin vor 8 Jahren mit meinem Golf 1 Cabrio, Baujahr 96, zur HU gefahren. Das Auto habe ich renoviert, nicht restauriert, weil allzu viel gab es da noch nicht zu tun an Blecharbeiten oder sonst was, weil die Cabrios in Osnabrück von Karmann schon wesentlich besser Rostschutz behandelt waren als die normalen Golfe. Das heißt, ich habe kaum Blecharbeiten an dem Auto gehabt, sondern nur technische Sachen in Ordnung zu bringen, wie zum Beispiel Bremsleitung oder halt Bremsen vom Belag und von der Scheibe her. Und ähnliche Geschichten. Ich bin also mit diesem Fahrzeug zur Hauptuntersuchung gefahren und es gibt für mich im Prinzip nur 2 Arten von Hauptuntersuchung. Entweder ich fahre mit irgendeiner Gurke hin, die ich über Winter oder 2 Winter noch fahren will, und ich hole meinen Mängelbericht ab, also sprich meine To-Do-Liste, was muss ich erledigen. Oder ich fahre mit einem Auto hin, von dem ich weiß, da ist alles in Ordnung. Sprich ein Oldtimer oder Youngtimer, den ich restauriert habe oder fertig gemacht habe. Und da ist Folgendes passiert. Ich bin mit diesem Fahrzeug zur Hauptuntersuchung gefahren, zur Dekra, glaube ich, damals. Und alles war tipptopp in Ordnung und ich habe wieder keinen Stempel bekommen, weil dieses Auto keine Leuchtweitenregulierung hat. Die war seit dem 1. Januar 1990 bei Autos vorgeschrieben. Und da mein Fahrzeug im Juni 1990 gebaut bzw. das erste Mal zugelassen wurde, denn es war ein Halden-Fahrzeug, hatte mein Auto keine Leuchtweitenregulierung. Das hatte auch nie eine gehabt. Das heißt, mir wurde der TÜV-Stempel verwehrt. Dann kommt natürlich erstmal der ganz große Schock. Was tun? Wie regelt man das? Wie bringt man das in Ordnung? Also erstmal wieder nach Hause ins Internet nachgeschaut. Da bin ich aber mal richtig auf den Rücken gefallen. Denn ein Scheinwerfer, original, nicht Zubehör, lag schon bei ungefähr 140 Euro. Das mal 2 sind 280. Da sind noch keine Stellmotoren bei, da ist noch kein Schalter bei, da ist noch keine Elektrik bei, da ist kein Einbau bei. Das heißt, diese Lösung hätte mich 500 bis 700 Euro gekostet, dieses Auto nachzurüsten mit einer Leuchtweitenregulierung. Jetzt kommt aber der Punkt, der mich ein bisschen in Stutzen gebracht hat. Und zwar habe ich in meinen Papieren eingetragen gehabt, dass dieses Fahrzeug nicht der Lichtemission nach § 49 entspricht. Ich habe natürlich keine Ahnung, was ist der Paragraph 49. Somit habe ich mich mit diesen Paragraphen auseinandergesetzt
Und zwar handelt der Paragraph 49 darum, wie an einem Fahrzeug die Beleuchtung zu sein hat. Und noch ein bisschen mehr. Ich habe das ganze Ding durchgearbeitet. Das sind gute 50 Seiten. Ich weiß seitdem, wann an einem landwirtschaftlichen Anhänger ein runder Rückstrahler oder ein dreieckiger dran sein muss. Ich weiß seitdem, wann, wo, an welcher Stelle an einem Feuerwehrauto ein reflektierender Aufkleber dran sein darf oder nicht. Ich wusste, in welcher Höhe eine Rückfahrleuchte angebaut sein muss. Ich wusste, in welchem Abstand Kennzeichenleuchten an einem Fahrzeug sein dürfen und so weiter. Also es war unglaublich, nur ich habe nichts gefunden zu meinem Cabrio. Bis ich dann den Anhang gelesen habe und da stand drin, worum es ging. Nämlich genau diese Geschichte mit meinem Auto. Die Ausnahmeregelung oder Ausnahmegenehmigung, die zum Beispiel auch VW, der Hersteller von meinem Auto, erwirkt hatte, um es nicht nachrüsten zu müssen. Und das war diese Eintragung, entspricht nicht der Lichtemission nach Paragraph 49. Ich hatte natürlich keine Ahnung davon, was das bedeutet vorher, aber so wie es aussah, mein Prüfer auch nicht. Und deshalb im Thumbnail halt die Beschreibung, kein TÜV wegen Lese-Rechtschreibschwäche. Ich bin dann mit meinen neuen Kenntnissen und den Unterlagen dazu zur Prüfstelle direkt gefahren, das war damals die DEKRA, und habe das auf den Tisch gelegt und da sagte er allen Ernstes zu mir dann, 25 Euro macht das Ganze. Und ich frage dann, warum? Da sagt er, ich muss ihm nachweisen, dass mein Auto konform ist zu den Anforderungen. Da habe ich dann verlangt, mit seinem Chef zu sprechen, weil es kann doch nicht sein, dass ich die Wissenslücke von ihm kläre und dafür auch noch bezahlen muss. Dann kam sein Chef. Nach einiger Diskussion hat dann sein Chef gesagt, okay, ausnahmsweise werden wir das mal jetzt machen, ohne diese Gebühr zu erheben. Naja, so viel halt wieder zu diesem Thema. So, was war jetzt los mit der Historie der Bremsleitung? In den 70er Jahren sind einige Hersteller wieder abgerückt von der Stahlleitung. Dazu gehören zum unter anderem Rolls-Royce, Aston Martin, Porsche und vor allen Dingen Leute, die sich mit Korrosion auskennen, nämlich die Schweden, Saab und Volvo. Die haben dann auch wieder Kupfer-Nickel-Leitung verbaut, also heute bekannt unter Conifer. Und Mitte der 90er Jahre, da kam etwas, was ganz merkwürdig war. Und zwar wurde diese Leitung verboten, oder um es ein bisschen charmanter auszudrücken, sie war nicht mehr zulässig. Und zwar hatte irgendjemand irgendwie irgendwann festgestellt, dass wenn diese Leitung in sehr engen Radien gebogen wird, dass sie im Berstverhalten nicht mehr der Anforderung entspricht. Ich habe euch dieses kleine Diagramm mal fertig gemacht, um das zu verdeutlichen. Da kann man sehen, was da passiert sein soll. Ich habe euch hier mal eine kleine Grafik angefertigt, was das Problem verdeutlichen soll. Unter A sieht man normale Leitung ohne mechanischen Einfluss, das heißt also Materialgefüge ist so, wie die Leitung ausgeliefert wurde. Bei B ist ein 90-Grad-Winkel reingebogen. Da sieht man, dass im äußeren Bereich der Biegung das Material gestreckt wird und im inneren Bereich gestaucht. Das heißt, es entsteht schon eine Änderung im Materialgefüge. Das Problem ist allerdings Modell C. Da ist ein extremer Radius gebogen worden. Also ist auch das Material extrem gestreckt worden und da liegt genau die Angst, dass im Pulsverhalten, im Vibrationsverhalten oder im Druckverhalten die Leitung sich so ändern kann, dass sie kaputt geht. Also war ab da die Kupfer-Nickel-Leitung nicht mehr zugelassen. Für alle, die ihre Oldtimer aber mit so einer Leitung ausgestattet haben, tauchte natürlich jetzt ein Problem auf. Also zurückrüsten auf Stahlleitung oder was kann man tun? Seit 2021 gibt es ja die im letzten Video angesprochene Leitung mit ABE. Aber auch die hat ein Problem. Denn eine ABE heißt ja normalerweise allgemeine Betriebserlaubnis. Nur diese ABE ist, wie hier zu sehen, trotzdem prüf- und eintragungspflichtig. Wie unter Punkt 11 deutlich zu sehen ist, ist bei dieser ABE trotzdem nach § 19 der Straßenverkehrsordnung eine Änderungsabnahme erforderlich. Das heißt, ich muss nach dem Einbau der Leitung zu einer Prüfstelle und diese Änderung dokumentieren lassen. Wusste ich vorher auch nicht und war ja für mich interessant,
da ich ja eine Kuniferleitung an meinem Caddy verbaut habe, was kann ich tun, um da alles so zu handeln, dass ich nicht meine Betriebserlaubnis verliere oder mein Auto stillgelegt wird. Dazu gibt es Folgendes zu sagen. Glücklicherweise hatte ich meine Leitung vor 7 Jahren bei der Firma OJB gekauft und sie ist gekennzeichnet und die ABE gilt auch für diese Leitung. Wie ich in den Wald reinschallere, so schallert es auch raus. Das heißt, ich müsste normalerweise erstmal mit meiner Prüfstelle reden. Wenn ich eine Leitung habe, die keine DIN hat, wird es wahrscheinlich sehr schwer werden. Wenn ich die Leitung mit der DIN habe, dann sollte ich schnellstmöglich zusehen, dass ich die eintrage. Das müsste mittlerweile kein Problem mehr sein. Und wenn ich die Leitung mit der ABE habe, wie im letzten Video halt gesagt, dann muss auch die eingetragen werden. Das heißt, es ist ein extrem sicherheitsrelevantes Teil und dieses Teil muss nach dem Einbau geprüft werden. Und dann muss beim nächsten Mal, wenn ich irgendwann beim Straßenverkehrsamt bin mit den Unterlagen wegen Umzug ummelden oder sonst was, das Ganze auch in die Papiere eingetragen werden. Der Kanalarbeiter hat mal zusammengerechnet, wo jetzt der Unterschied liegt zwischen der Stahlleitung und der Kuniferleitung mit all ihren Kosten, die nebenbei entstehen. Wenn euch das Ganze hier gefällt, würden wir uns freuen über Daumen hoch und Kommentare. Ich werde weiter mit der Kuniferleitung arbeiten bei meinen Klassikern und Youngtimern. Ich werde aber, wie vorhin kurz erwähnt, bei den Wintergurken eine vorkonfektionierte Stahlleitung nehmen. Aufgrund der Kostenseite, wenn ich sowieso weiß, ich will dieses Auto nicht retten oder über die Zeit retten, sondern ich will das vielleicht einen Winter oder 2 Winter fahren. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo es um die Oldtimer-Besitzer geht mit dieser Leitung. Also, wer diese Leitung hat mit DIN-Prüfung, der braucht sich keine Sorgen machen. Der kann hinfahren, kann sie eintragen lassen. Das gleiche gilt für die Leitung mit der ABE und logischerweise der DIN-Prüfung. Problematisch wird es ganz klar für die Leute, die eine Kuniferleitung ohne jegliche Kennzeichnung drin haben. Und jetzt wird es richtig brutal. Im schlimmsten Fall kann das Auto von einem Prüfer vor Ort direkt stillgelegt werden, da eine Bremsleitung ein extrem sicherheitsrelevantes Teil ist. Und der vor Ort sagen kann, dass diese Leitung eine extreme Sicherheitsgefährdung ist bei dem Auto. Im Normalfall darf man nach Hause fahren oder in die Werkstatt fahren, was ändern. Wenn ich sowieso schon böses Blut mit dem Prüfer habe, kann der im Härtefall das Ding vor Ort direkt stilllegen und ich muss das auf den Anhänger wegholen. Das ist das, was ich meine. So wie es im Wald reinschallert, schallert es auch zurück. Also man sollte vorher mit seiner Prüfgesellschaft, wo man vorhat, das Ganze zu machen, reden. Das hilft immer. Und den einen oder anderen Tipp wird man von da bestimmt bekommen. Ich habe hier mal die 4 Punkte aus dem Internet runtergeladen von der GTÜ, die entscheidend sind zur Erteilung eines H-Kennzeichens. Und der 3. Punkt kann auch da schon wieder Schwierigkeiten machen, denn die Kunifer-Bremsleitung ist kein Originalteil, aber was viel schlimmer ist, es kann, wenn es die ABE-Kunifer-Leitung ist, auch kein zeitgemäßes Ersatzteil sein, denn diese ABE besteht erst seit 2021. Das ist mal absolut ein Grund, warum man mit seiner Prüfstelle reden sollte, wie die dazu stehen, damit man nicht den H-Status verliert. Ich empfehle jedem, im Oldtimer-Bereich, im Youngtimer-Bereich mit der Kuniferleitung zu arbeiten. Welche ihr da auswählt, ist eigentlich im Prinzip egal. Hauptsache, ihr habt die DIN drauf. Die mit der ABE ist wahrscheinlich ein bisschen bequemer dann. Aber ansonsten von mir ganz klar, dieses Material macht Sinn. Es lässt sich leichter verarbeiten. Es korrigiert nicht so schnell. Und ich habe ja auch vor, meine Oldtimer oder die Autos, die ein Oldtimer werden wollen, noch eine ganze Weile zu behalten oder an jemanden zu verkaufen, der weiter damit glücklich ist. Der Kanalarbeiter und ich hoffen, dass wir euch ein bisschen weiterhelfen konnten und sagen Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch interessiert, schaltet wieder ein.